Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute grüße ich Sie aus dem Kaufbeurer Stadtsaal. Hier hat gerade eben die erste Sitzung des neu gewählten Stadtrates stattgefunden und davon möchte ich Ihnen dann auch gleich noch ein bisschen berichten. Zunächst aber zur Corona-Lage in Kaufbeuren. Insgesamt haben sich in den letzten Wochen 106 Personen in Kaufbeuren infiziert. 91 sind inzwischen wieder gesund geworden, 5 sind leider verstorben. Deutlich entspannt hat sich die Situation im Krankenhaus in Kaufbeuren. Hier sind aktuell nur noch 5 Patienten wegen Covid-19-Symptomen in Behandlung, eine Person davon auf der Intensivstation mit Beatmung. Diese doch sehr positiven Zahlen haben dazu beigetragen, dass es jetzt landesweit Lockerungen gibt. Über die freue ich mich sehr und ich weiß, viele von Ihnen haben das herbeigesehnt. Das heißt, bereits ab dem morgigen Mittwoch können Sie Ihre Wohnung auch ohne triftigen Grund verlassen. Das heißt, Sie können wieder, weil mich da einige angesprochen haben, mit dem Motorrad Ausflüge unternehmen. Sie können in die Berge, Sie können Sport treiben. Es werden auch Sportarten zugelassen, die kontaktlos sind. Näheres wird man in den nächsten Tagen sehen. Heute wurde schon mal genannt, Tennis, Golf spielen. Also das alles wird möglich. Und ob bei uns die Kletterwand wieder aufgemacht werden kann, das muss jetzt einfach geklärt werden, ob das ausreichend so funktioniert. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie kurz informieren über die heutige Stadtratssitzung. Die 40 neu gewählten oder wiedergewählten Stadträtinnen und Stadträte gehören insgesamt 9 verschiedenen Gruppen an. Und heute waren nun die ersten wichtigen Beschlüsse zu fassen. Und das ist ganz überwiegend sehr einvernehmlich erfolgt. Es gab ein gutes Miteinander. Man hat richtig gemerkt, alle bemühen sich, dass sie gerade auch in dieser schwierigen Situation zusammenhelfen und zusammenhalten. Meine beiden Vertreter sind bestimmt worden. Der erste Vertreter des Oberbürgermeisters wird der Bürgermeister Oliver Schill von den Grünen und die zweite Bürgermeisterin wird Dr. Erika Rössler von der CSU. Beide sind in großer Einmütigkeit vom Stadtrat gewählt worden, nicht einstimmig, aber eben doch mit einer ganz klaren Stimmenmehrheit. Und ich gratuliere beiden und freue mich auf die Zusammenarbeit. Ansonsten hat der Stadtrat heute die ganzen wichtigen Ausschüsse, die Verwaltungsratspositionen besetzt und das ist sehr, sehr gut verlaufen. Insofern darf ich jetzt als Oberbürgermeister auch dem neu gewählten Stadtrat ein großes Kompliment machen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den nächsten 6 Jahren. Ihnen alles Gute.